Ihr wollt wissen, was auf der Reise- und Campingmesse Essen 2023 im Wohnwagenbereich so geboten wird? Dann nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Rundreise. Hallo und herzlich willkommen auf dem Campingkanal. Ja, die Messe Essen. Wir machen mal einen kleinen Gang durch die Hallen. Ich zeige euch, was im Wohnwagenbereich alles da ist. Hier ist der Plan. Und direkt schon mal zu Anfang muss ich sagen, dass wir hier überhaupt nicht die Größenverhältnisse haben, wie ihr das von der Messe Düsseldorf vielleicht kennt. Das ist eine sehr kleine Messe. Wir werden uns besonders im Bereich der Hallen 1, 2 und 3 bewegen. Dort sind nämlich die Wohnwagenhersteller untergebracht. Im Moment befinden wir uns hier am Eingang West und gehen jetzt in die erste große Halle hinein. Ja, empfangen wird man hier von dem großen Hersteller Concorde und von Morelo. Das heißt, hier haben wir direkt am Anfang die Luxusmobile. Wenn man sich die Preise dieser Mobile hier anschaut, ist das eigentlich ganz gut, so anzufangen, denn dann ist der Schock bei den Wohnwagen gleich nicht ganz so groß. Denn ihr wisst ja, die Preisspirale ist auch bei Wohnwagen enorm in den letzten Monaten und Jahren. Ja, wir sehen hier den Hobbystand. Hobby hat, ich würde schon sagen, den größten Stand hier auf dieser Messe, aber das macht ja auch Sinn, denn ja, Hobby ist ja auch der größte Hersteller, die größten Verkaufszahlen in Deutschland und Europa. Und dann können wir vielleicht mal hier einen Blick werfen, welche Fahrzeuge auf der Messe stehen. Im Video könnt ihr ja dann auch gerne mal die Pausentaste drücken und schauen, ob das Fahrzeug, was euch interessiert ist, dabei ist. Hier der Maxia, die Top-Reihe von Hobby. Ganz interessant ist ein neuer Grundriss, den ich euch gleich kurz zeige und auch nochmal in einem gesonderten Video intensiv vorstellen werde. Natürlich ist auch der Vici dabei. Darf nicht fehlen, große Erfolgsstory. Ja, auch hier haben wir den Maxia. Hier verweise ich mal auf ein Video-Vergleich in der 40.000 Euro Klasse. Da ist dieser Maxia auch am Start. Da könnt ihr euch den im Detail anschauen. Ja, und hier, der Aufkleber verrät es schon. Hier ist das Objekt der Begierde aller Familien, die einen großen, luxuriösen und doch sehr besonderen Familienwohnwagen haben möchten. Das ist der neue Maxia 595 kml. Das ist der Grundriss. Auf den ersten Blick erschließt sich vielleicht nicht die Besonderheit. Das werdet ihr aber gleich sehen, wenn wir reingehen. Ein Blick auf den Grundpreis. Durchaus also schon sportlich. Ja, und was wird geboten? Ihr seht es direkt hier im Eingangsbereich. Die Kinderbetten. Die sehen schon irgendwie besonders aus. Hier ist eine kleine Höhle. Es gibt ganz viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten bei diesem Fahrzeug. Die Höhle wird die Kinder sicherlich enorm begeistern. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Dann hat man da nochmal einen etwas besseren Eindruck. Ja, auch hier im Bereich des oberen Bettes gibt es ein paar Verstaumöglichkeiten. Hier so kleine Kisten, noch ein ausgeschnittenes Schränkchen. Auch das, sage ich aus eigener Erfahrung, werden die Kinder ganz entzückend finden. Ja, und hier sieht man hoffentlich trotz der nicht ganz so tollen Lichtverhältnisse die modulare Hinterwand. Hier kann also noch ein Bett eingesteckt werden, wenn man hier ein Dreierstockbett draus machen möchte. Hier unten sind variable Sitzkissen. Das heißt, man kann hier ja also noch eine Sitzgelegenheit kreieren oder auch daraus noch ein Bett bauen. Ja, und hier in dem Bereich sind auch noch einige ja, Staufächer. Dann haben wir die ja, Standard-Hobbyküche bei den etwas größeren Wagen. Schönen Apothekerauszug dabei. Drei Schubladen. Die schöne neue Kochereinheit. Mit viel Platz für große Töpfe. Ja, und hier sieht man die kreative Idee der Hobbyleute, mal keine
normale Sitzbank oder Sitzgruppe in einen Familienwohnwagen einzubauen, sondern eigentlich nur so zwei so Lounge-Sessel. Naja, ob das Familien begeistert, das bleibt abzuwarten. Begeistert werden allerdings die Eltern sein über sehr komfortable Schlafplätze. Ihr seht, was hier offensichtlich nicht vorgesehen ist, ist ein Rollrost, um das Ganze hier zu verbinden. Zumindest in dem Modell. Man müsste mal gucken, ob es das gegen Aufpreis gibt. Aber hier ist es ganz offensichtlich nicht der Fall. Ja, das ist ja nur ein kurzer Eindruck von dem Wagen. Wie gesagt, es wird noch ein spezielles Video geben. Das verlinke ich euch dann natürlich. Wir gehen erstmal weiter durch und schauen, was es sonst noch auf der Messe gibt. Ja, Hobby on Tour, der Einsteiger, 2,20 Meter schmal. Die kleinste und preiswerteste Hobbybaureihe. Auch dieser Wagen wird noch in einem speziellen Video in einem Vergleichstest hier antreten. Deswegen gehen wir da nur einmal kurz vorbei. On Tour 460 DL. Das ist das kleinstmögliche Fahrzeug, was längs Einzelbetten anbietet. Ja, ihr seht, hier gibt es einiges zu sehen. Ich wollte euch gerne noch den Excellent Edition zeigen. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen. Diese Baureihe ist letztes Jahr neu gekommen und hat ein ja, recht spezielles Möbeldesign. Das seht ihr hier. Ja, wie alles im Designbereich natürlich Geschmackssache. Deswegen lasse ich euch mit dem Eindruck mal alleine und werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Nicht ganz unterschlagen möchte ich euch, dass auch Hümer hier mit einem kleinen Stand vertreten ist. Wird durchgeführt vom Hümer Zentrum Donau aus Mülheim an der Ruhr. Dem einen oder anderen von euch sicherlich bekannt. Wir haben ja, im Wohnwagenbereich bei Hümer ja tatsächlich eine ziemliche ja, Regression festzustellen. Es gibt kaum noch Modelle. Die ja, berühmten kompakten Modelle, die Hubdachwohnwagen, die Troll Touring etc., die sind noch da. Eriba Feeling auch mit Hubdach oder der Nova L. Naja, und zwei, drei Fahrzeuge stehen noch hier auf dem Stand. Wir sehen hier den Nova L. Durchaus interessant, weil das nämlich ein neuer Grundriss ist, der 515. Grundpreis 26.000 Euro. Hier seht ihr, dass Eriba also in der Premium-Liga spielt. Das Besondere sieht man an den Kinderbetten hier noch nicht unbedingt. Mit dem Bad daneben fängt es schon an, etwas besonderer zu werden. Ich finde immer die Badausstattung ganz besonders toll hier bei den Nova L. Wir haben hier die Handtuchhalter zum Beispiel. Wir haben ganz viele Schränke, so wie hier kleine Verstaumöglichkeiten. Hier unten eben auch noch. Man könnte hier sogar duschen, nicht unbedingt angesagt. Ja, hier so herausklappbare Handtuchhaken noch. Hier nochmal ein Staufach. Also da hat man sich einfach viele Gedanken gemacht. Die pflegeleichte Banktoilette, auch immer sehr zu empfehlen. Ja, aber was diesen Wagen besonders macht, das seht ihr jetzt hier. Unglaublich toller Raumeindruck, dadurch, dass wir eine Sitzgruppe direkt vor dem Elternbett haben. Küche relativ kompakt, aber kein Unterbaukühlschrank. Wir haben komplett den Stauraum zur Verfügung, weil sich der Kühlschrank hier auf der anderen Seite befindet, neben dem Kleiderschrank. Dann ist eben hier die Sitzgruppe. Dort ist eigentlich ein Tisch, keine Ahnung, wo der jetzt hier hingekommen ist. Kann man wahrscheinlich reinschieben. Und ja, hier das hochgesetzte Elternbett. Dadurch hat man auf einer sehr kompakten Grundfläche wahnsinnig viel Platz. Ja, ein tolles Raumangebot. Auch hier leider Fenster, die sehr nah ja, an der Matratze sind, was dazu führt, dass man natürlich ständig die Rollos beim Schlafen eindrückt. Ja, Stauschränke nur hier vorne, an den Seiten offene Ablagen. Aber hier gibt es nochmal weitere Stauschränke, die mit so Schneppern hier halten. Softclose gibt es nicht. Ja, hier befindet sich der Tisch. Den mal so ein Stückchen raus, damit ihr mal so einen Eindruck habt. Na, den kann man natürlich noch weiter rausziehen und dann hier bequem sitzen in dieser Sitzgruppe. Und wenn man zu Bett geht,
Bitte einfach reingeschoben, wird dann mit dem Bändchen noch gesichert und dann kann man hier über diese Trittstufe oder natürlich auch über die Polster bequem ins Bett klettern und hat darunter einen riesigen Stauraum. Ja, das ist also der neue Grundriss im Iribanura. Durchaus attraktiv, gibt es ja auch bei anderen Konzernmodellen dann einfacher ausgeführt, wie bei Detlefs zum Beispiel. Das ist die Joy, meine ich. Ja, und dann, wie gesagt, die berühmten Touring-Modelle. Da haben wir zumindest mal ein Beispiel auch hier auf der Messe stehen. Detlefs, einer der Hersteller der EHG, also der Erwin Hümer Group, im mittleren Preissegment angesiedelt, beziehungsweise Einsteiger bis gehoben, aber ich denke, in der Mitte werden viele Verkäufe erzielt. Wir haben Einsteigerbaureihen, wie zum Beispiel hinter mir den C-Go oder hier den C-Joy. Baugleich mit vielen Bürstner-Modellen, die dann Bürstner Premio heißen oder Premio Live. Ja, wir werfen mal einen Blick in einen beliebigen C-Go, der gerade frei ist, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie der gestaltet ist. Wobei ich meine, dass es von Detlefs auch verschiedene Farbwelten zur Auswahl gibt. Das ist jetzt ja eine relativ dezente Variante. Wir gucken mal, ob wir noch was Knalligeres finden. Ja, hier zum Beispiel, hier seht ihr mal eine etwas farbenfrohere Variante im C-Go. Ja, ein klassischer kompakter Grundriss mit französischem Bett vorne. Seit Jahrzehnten ein Verkaufsklassiker. Und hier eine schöne Rundsitzgruppe. Ja, im Bereich der klassischen Mittelklasse hat Detlef seit vielen Jahren den Camper zu bieten. Den werden viele von euch sicherlich schon kennen. Wir können auch mal hier schauen, ob wir einen Camper finden. Und ja, da nochmal uns einen Eindruck verschaffen, wie dieses Fahrzeug aussieht. Ganz am oberen Ende finden wir dann Nomad und Beduin. Das ist jetzt also alles dran. Wir gucken mal in den Camper rein. Hier haben wir zum Beispiel einen. Ja, so sieht der Camper des Jahrgangs 2023 aus. Ja, man müsste das mal im Detail analysieren, woran es liegt, dass die Mittelklasse wirklich ein Stück wertiger aussieht als die Einsteiger. Aber ich glaube, dass auch im Video dieser Eindruck schon entstehen kann. Noch etwas höher im Preissegment geht es mit dem Nomad. Ihr seht Einzelbetten und ein großes Bad im Heck. Hier ist tatsächlich ganz interessant, dass nicht Bad und Betten aneinander anschließen, sondern an entgegengesetzten Wagenenden angebracht sind und man hier stattdessen dann eine sehr kompakte Sitzgruppe hat und auf der anderen Seite die Küche. Noch ein kleiner Hinweis auf Caravelle Air, die haben hier einen kleinen Stand, allerdings nur sehr wenige Wohnwagen. Silver gehört ja auch zum Konzern, da sind diese Hubdachwohnwagen. Das heißt, bei Caravelle Air werdet ihr nur wenige Grundrisse finden, die man sich anschauen kann. Ja, wie gesagt, die Messe, die ist deutlich kleiner als die in Düsseldorf. Und das merkt man eben auch an den Messeständen, die ein ganzes Stück kleiner sind, als wir das aus Düsseldorf gewohnt sind. Ja, wir sind bei Weinsberg. Hier sind auch nicht allzu viele Grundrisse vom im Wohnwagenbereich ausgestellt. Wir haben einen Caracito und zwei Caravan, meine ich. Den Caracito, den sehen wir hier hinter mir. Bei diesem Fahrzeug ist das Besondere, dass er gaslos ist, wo man gegen Aufpreis doch eine Gasanlage dazu bestellen kann. Aber ansonsten wird er also serienmäßig mit Induktionskochfläche und Klimaanlage, die auch heizen soll, ausgeliefert. Absolut nicht wintertauglich, aber für Leute, die nur im Sommerhalbjahr unterwegs sind, vielleicht eine Alternative. Die Machart des Caracito ist bewusst einfach. Ich denke, das sieht man hier schon auf den ersten Blick. Das sieht aber nicht so nett aus. Das stellen wir mal wieder richtig hin. So sieht dieser kompakte Grundriss hier aus.
Weinsberg wäre nicht Weinsberg, wenn es nicht noch ein, zwei nette Details gäbe, wie zum Beispiel die indirekte Beleuchtung, die ihr hier oben seht, oder das nette Design in der Küche. Aber trotzdem, ja, ist der Wagen eben einfach und sehr preissensibel gemacht. Man sieht das eben auch hier im Einstiegspreis. Da sind wir tatsächlich also im untersten Segment unterwegs. Der Caravan macht da schon einen ganz anderen Eindruck, auch wenn er trotzdem als Preisbrecher sich versteht. Aber man sieht schon, dass das Ganze hier mit etwas mehr Details ausgeführt ist. Auch diesen Einzelbettwohnwagen werden wir uns nochmal in einem gesonderten Video genauer anschauen. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht mehr weiter darauf eingehen. Weinsberg hat auch einige Kindergrundrisse im Angebot. Hier ist der kleinste mit Stockbetten im Heck. 480 QDK ab ca. 20.000 Euro bereits zu haben. Ist heutzutage ja ein sehr günstiger Preis. Ja, und ihr seht den wohnlichen Eindruck, den dieser Caravan vermittelt. Ich sehe gerade, es sind doch etwas mehr als drei Wohnwagen hier. Ihr könnt mich ja einmal hier kurz durch begleiten. Wir sehen hier nochmal einen etwas kompakteren Wagen. Es gibt auch einen sehr großen Kindergrundriss bei Weinsberg. Mit Stockbetten und auf der anderen Seite einem Bad und im Eingangsbereich dann dem Elternbett. Viele finden das attraktiv, dass die Tür nicht bei den Kindern ist. Naja, dann wäre dieser Wagen hier eventuell ganz schick für euch. Es geht direkt weiter zu Knaus. Knaus und Weinsberg sind ja ein Konzern. Weinsberg im Einsteigerbereich, Knaus in der Mittelklasse und Tabat deckt dann den Premium-Bereich ab. Ja, bei Knaus gibt es hier auch einiges an Wohnwagen zu bewundern. Der Einsteiger bei Knaus ist der Knaus Sport, den wir hier sehen. Das klassische Modell ist der Knaus Südwind, den gibt es auch schon viele Jahrzehnte, den haben wir hier zum Beispiel. Was ich besonders gelungen finde, sind diese schwarzen Akzente, dazu ja, der silberne Lack der Außenflächen. Also das finde ich, hat Knaus schon ganz besonders schick gemacht. Gibt es gegen Aufpreis, man kann den auch ganz normal in Weiß bekommen. Ja, und das Topmodell bei Knaus ist der Azur. Im letzten Jahr neu gekommen. Auch der wird in unserem Vergleichstest nachher eine Rolle spielen. Ja, beim Azur sieht man dunkel, schwer. Schon ein völlig anderes Design als bei den Fahrzeugen, die wir bisher gesehen haben. Wir werden uns den ja, wie gesagt, noch genauer anschauen. Ansonsten gibt es aber auch schon ein Vorstellungsvideo vom Knaus Azur auf meinem Kanal. Könnt ihr natürlich da auch gerne mal reinschauen. Ja, wir haben hier den Südwind in klassischen weißen Rahmen, ohne die schwarzen Designelemente, die ich gerade erwähnt habe. Ja, werfen wir doch mal einen Blick in einen Südwind. Das ist die aktuelle Designsprache hier. Auch hier haben wir einen Grundriss mit Elternbett vorn, neben der Tür und den Kinderbetten und dem Bad im Heck. Wir werfen zum Schluss auf dem Stand von Knaus noch einen Blick in den Einsteiger, in den Sport, damit ihr euch auch hier einen Eindruck verschaffen könnt, wie der so ausschaut. 460 EU. Kompakter Wagen mit Längsbetten. Ja, wir haben hier eine Dinette, allerdings mit einer gepolsterten Rückwand. Das finde ich ganz nett. Das heißt, das macht doch hier einen sehr bequemen Eindruck. Ja, Schränke zum Teil unterteilt, zum Teil nicht. Das finde ich auch sehr angenehm. Gibt es längst nicht bei jedem Hersteller. Solche Möbelverbinder hier, die könnte man allerdings netter gestalten. Da weiß ich jetzt nicht, warum man das so lässt.
wohingegen hier die Rückwand mit einfachen Mitteln sehr geschmackvoll aussieht. Dass hier ein großer Spalt ist und das Ganze sehr wackelig ausgeführt ist, das gefällt mir wiederum weniger gut. Wir haben ja aber eine schöne Ablage, wo man noch so ein paar Dinge unterbringen kann. Das finde ich tatsächlich ganz schön gemacht. Ein schöner offener Raumeindruck auch, dadurch, dass wir hier noch dieses kleine Schrankmodul haben. Man kommt super in die Sitzgruppe und hat hier also die Einzelbetten und eine sehr großzügige Küche, dadurch, dass sie noch ein Stück über das Bett ragt. Ja, ein sehr kompaktes Bad, in dem man sogar duschen kann, aber meiner Ansicht nach nicht duschen sollte. Ja, tatsächlich sitzt man hier ganz bequem, aber ich bleibe nicht sitzen. Es gibt noch eine Menge zu sehen. Wir gehen mal weiter zum nächsten Stand. Ja, und ein Phänomen, was ihr hier hinter mir vielleicht erahnen könnt, ist, dass tatsächlich auch die drei Hallen, die es nur gibt, gar nicht alle voll sind. Wir haben also hier gerade in Halle 2 Trennwände, aber nicht nur da, sodass nur ein Teil der Halle tatsächlich genutzt wird. Ich gehe davon aus, dass einfach einige Hersteller abgesagt haben. Jedenfalls ist diese Messe tatsächlich relativ klein und man versucht so eben zu kaschieren, dass die Wohnwagenhallen gar nicht ganz gebraucht werden. Naja, vielleicht auch ein Zeichen der Wirtschaftskrise und der Inflation, in der wir uns gerade befinden. Und einige Hersteller sparen sich vielleicht dann auch hier diesen Messeauftritt. Hier haben wir nämlich den großen Stand von Fendt. Begrüßt wird man direkt mit einem sehr wuchtigen Doppelachser der Diamant-Serie. Das ist ja die klassische Top-Serie von Fendt. Gerade viele Leute drin, deswegen quetschen wir uns mal nicht dazu. Ich würde euch gerne trotzdem einen Diamant zeigen und hoffe, dass ich mal einen finde, der leer ist. So, hier haben wir den 560 SD, ein großzügiger Zwei-Personen-Wagen. Eines des ausgestellten Fahrzeuges liegt bei etwas über 46.000 Euro. Da sieht man also, in welchem Preissegment wir unterwegs sind. Der Grundpreis schon bei über 44.000. Mit anderen Worten, viel Sonderausstattung braucht man nicht mehr. Das ist die Sitzgruppe. Ja, machen wir mal einen Schrank auf. Schauen uns an, wie der aussieht. Ja, und auch wenn ich jetzt wieder Hasskommentare kriegen sollte, muss ich doch sagen, also besser als in einem Weinzwerg sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Also keine wirkliche Hinterlüftung. Hier ist einfach nur ein Kunststoffabstandhalter eingeschraubt. Hier die Beschläge, die sehen sehr solide aus, da würde ich jetzt nicht meckern. Wir haben auch Softclose, man muss aber nochmal zusätzlich andrücken, denn ihr seht das hier, nach wie vor verwendet Fendt diese Kunststoffschnepper, damit die Schränke sicher schließen. Ja, wir haben hier eine sehr edle Küche mit dieser Backofen- und Herdkombination. Das ist natürlich wirklich schick. Und hier das französische Bett mit einem Durchgang an der Seite zum großen Bad. Ich sagte ja schon, ein Trend seit einigen Jahren. Auch hier hat man einfach wahnsinnig viel Platz. Und viele Leute mögen das, dass sie ihren eigenen Sanitärbereich nutzen können. Eine wirklich sehr großzügige Dusche. Ein Waschbecken, das man auch wirklich gut benutzen kann. Also dieser Badbereich ist wirklich richtig toll geworden, finde ich. Zumindest vom Platzangebot her. Das Design muss ja jeder selbst beurteilen. Hier haben wir nochmal einen Blick vom Bad durch den Wagen. Das Problem ist, dass bei diesen großzügigen Fahrzeugen haben wir dadurch, dass hier ein Durchgang frei bleiben muss, immer ein recht schmales Elternbett, also mehr als 1,40, vielleicht höchstens 1,45, habe ich da noch nicht gesehen. Muss man halt wissen, ob man damit klarkommt. Ja, der Tendenzer, eine etwas modernere Variante, das Diamant. Das sieht man auch schon beim ersten Blick hinein.
wenn der Diamant also doch zu konservativ geraten ist, der könnte es mal mit dem Tendenzer probieren. Auch hier im Bad im Heck, dafür aber ein querstehendes Bett hier im Mittelteil. Ja, Fendt hat allerdings noch einige vom Design her etwas frischere Fahrzeuge im Angebot. Der Bianco zum Beispiel, den seht ihr hier in einer Kinderbettvariante. Und hier sieht man direkt deutlich heller, schlichter, frischere Farben. Ja, also auch für solche Geschmäcker ist bei Fendt etwas dabei. Fendt ist ja einer der Hersteller, der absolut konventionell und traditionell baut. Wir haben immer Hammerschlag, es gibt nichts anderes. Wir haben immer eine einfache EPS, also Styropor-Dämmung, Sperrholzboden. Das macht Fendt seit Jahrzehnten erfolgreich. Sie gewinnen ja alle möglichen Awards immer für ihre Fahrzeuge. Von daher können sie ja nicht alles falsch machen. Sehr überrascht hat Fendt im letzten Jahr mit dem Apero. Das ist dieses Modell hier. Wer den noch nicht gesehen hat, der sollte noch mal wirklich die Augen öffnen jetzt. Ja, das ist ein Fendt. Auch dazu gibt es ein spezielles Vorstellungsvideo schon auf meinem Kanal. Kann ich euch empfehlen, euch da nochmal dieses Video anzuschauen. Hier soll es bei diesem kurzen Eindruck bleiben. Viele Fendt-Modelle haben mittlerweile den Kühlschrank hier im Eingangsbereich mit doppelseitigem Anschlag. Das heißt, man kann von draußen diesen Kühlschrank wunderbar öffnen, aber auch wenn man in der Küche arbeitet, den auf der anderen Seite aufmachen. Ja, der Apero hat im Einzeltest wirklich total überzeugt. Schaut euch das Video gerne nochmal an. Auch der Apero wird allerdings jetzt im großen Vergleichstest nochmal eine Rolle spielen. Wir kommen jetzt zu Bürstner. Bürstner hat sich in den letzten Jahren innerhalb der Erwin Humer Group doch immer mehr zu dem Hersteller gewandelt, der die Einsteigerfahrzeuge produziert. Das heißt, der Premio Live und etwas darüber angesiedelt, der Premio. Das sind die Fahrzeuge, die Bürstner jetzt hauptsächlich verkauft. Wir haben noch den Averso in der Mittelklasse angesiedelt. Der hat allerdings, ich finde, irgendwie so ein Mauerblümchen-Dasein mittlerweile. Es gibt nur noch wenige Modelle und Grundrisse, meist mit Hubbett oder vielleicht sogar ausschließlich mit Hubbett, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Und den Massenmarkt bedient Bürstner also nur noch mit seinen Einsteigern, Premium, Premio Live. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Auch vom Premio gibt es schon ein Vergleichstestvideo, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen, ein bisschen stöbern. Ich zeige euch mal, wie Premio und Premio Live von innen aussehen. Ja, 455 TS, wir sehen es am Basispreis, dass wir hier im unteren Preissegment unterwegs sind. Hier spart sich Bürstner aufwendigere Lösungen, wie zum Beispiel diese Ecke hier nett zu gestalten. Auch diese freien Regale hier sparen natürlich Produktionskosten. Sieht aber, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Noch netter wäre es, wenn man mal die Schutzfolien abziehen würde bei so Messefahrzeugen. Aber sei es drum. So habt ihr mal einen Eindruck, wie die Premio-Fahrzeuge von Bürstner ausschauen. Wir gucken noch mal in einen Premio Live im direkten Vergleich und ein Averso kann ich euch natürlich auch noch mal zeigen. Ja, Hammerschlag ist immer Serie. Es gibt aber zumindest beim Premio die Möglichkeit, auch Glattblech zu bekommen. Ja, hier haben wir mal einen kompakten Kinderzimmergrundriss. Das ist der Premio Live. Schauen wir noch mal in einen kleinen Zwei-Personen-Grundriss hinein. Wir sehen auch hier ein recht hochgesetztes Bett. Finde ich immer recht ungünstig, muss ich sagen, weil die Fensterrollos ja bis hier gehen. Das heißt, automatisch drückt man mit Kissen, Füßen, Bettdecke diese Rollos kaputt. Weiß ich nicht, warum die Hersteller das über die Jahre immer noch so machen. Ja, wir sehen hier eine kleine Hinterlüftung.
in den Schränken. Ansonsten wenige große Klappen. Auch das spart Kosten. Naja, auch im Einsteiger gibt es einen großen Kühlschrank. Das ist natürlich sehr nett. Und hier in der Ecke ein kompaktes Bad mit allem Nötigsten. Man sieht auch hier den Verzicht auf jegliche Schrankklappen. Ja, eben der Einsteiger. Ja, und den Averso sieht man schon an der etwas aufwendiger gestalteten Heckpartie. Hier zum Beispiel Averso Plus. Das sind immer die Hubbeck-Wohnwagen, wenn sie dieses Plus im Namen tragen. Ja, so sieht die Mittelklasse von Bürsten aus. Gegenüber von Bürstner befindet sich Tabat, die Premium-Marke des Knaus Tabat-Konzerns. Wir haben einen relativ kleinen Stand, aber versuchen trotzdem alle ihre Modelle hier zu zeigen. Angefangen mit dem kleinen Kultwohnwagen Tab, den es ja auch schon weit über 15 Jahre gibt, meine ich. Hier in der Offroad-Variante. Ja, und dann kommen die eigentlichen Tabaks. Wir schauen uns mal einen relativ preiswerten an, wo preiswert bei Tabak immer ein Anführungszeichen, aber einen der Einsteiger in die Tabak-Welt. Ist natürlich auch ein Riesenschiff, muss man dazu sagen. Das ist der Da Vinci. Ja, spannender Grundriss. Hier hinten noch ein separates Kinderzimmer. Da bleibt natürlich Platz beim 700er Aufbau. Auch hier ist das Elternbett sehr, sehr schmal. Ist natürlich schade, man hat einen so riesigen Wohnwagen und dann doch so wenig Platz zum Schlafen. Das muss man sich eben immer sehr genau überlegen. Ist jetzt keine Kritik an Tabat, das geht einfach bei diesem Grundriss nicht anders. Zumindest sage ich das so lange, bis irgendeinem Hersteller da mal eine Lösung zu einfällt. Ja, ihr seht hier gut hinterlüftete Schränke, extrem solide Beschläge, die auch im Softclose runtergehen. Ja, auch hier diese große Sitzgruppe, so als Teil die Nette ausgeführt. Hier finden vier Personen also ganz, ganz locker Platz und notfalls auch noch ein, zwei mehr. Ja, der Rossini, auch einer der Einsteigermodelle. Nochmal ein etwas anderes Design, wie ihr hier seht. Ja, und so richtig volle Kanne Tabat gibt es spätestens im Puccini, den zeige ich euch jetzt. Ihr seht Rahmenfenster, Glattblech. 50.000 Euro hat dieses Fahrzeug hier Grundpreis. 2,50 Meter Aufbaubreite, das merkt man sofort an den sehr großzügigen Platzverhältnissen hier. Ja, hier zeigt Tabat alles, was die Marke kann und ausmacht. Ein großes Queensbett hier. Bug des Wagens. Das Bad ist relativ kompakt. Widerspricht also hier dem Trend zu großen Bug- oder Heckbädern zugunsten eines unglaublich tollen Raumeindruckes hier durch die großzügige Küche und eine opulente Sitzgruppe. Sitzkomfort ist ja tatsächlich ein Thema, was ich immer wieder anspreche bei meinen Wohnwagenvorstellungen. Und deswegen sitze ich dann auch mal ganz gerne. Und ja, gefällt mir. Ich finde die Rückenpolster hier überraschend weich. Mal gucken, wie sich das so auf Dauer zeigt. Aber so der erste Eindruck ist, dass man hier schon wirklich sehr bequem sitzt und eben fantastische Platzverhältnisse hat für einen entsprechenden Preis. Ja, kommen wir zu LMC. Auch LMC im mittleren Preissegment oder unteres bis mittleres Preissegment angesiedelt.
haben als neues Modell den Sandero in der Mittelklasse, der auch im letzten Jahr vorgestellt wurde. Da gab es eine ganze Reihe neuer Wohnwagen, bei LMC eben den Sandero. Wir haben den Vivo, den wir hier stehen haben, und den Style und als Einsteiger den Sassino. Ja, arbeiten wir uns mal von unten nach oben hoch, was die Preisklassen angeht. Das ist der Sassino. Ja, Einsteiger von LMC. 450D heißt dieses Modell, mit einer kleinen Küche und einem Bad daneben. Wir haben hier Platz für eine sehr kompakte Sitzgruppe, mehr als zwei Personen ist die also wirklich nicht zuzumuten. Und einem Bett, was sehr gut zugänglich ist, so von zwei Seiten, ne? Von hier und von hier. Das Bad versteckt sich dann hier neben der Küche. Und wir sehen, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, die Einsteiger-Variante haben wir auch bei Bürstner schon mal gesehen. Das unterscheidet sich hier also nicht. Der Sassino ist ein Stück teurer als die vergleichbaren Modelle, zum Beispiel von Bürstner, der Premio Life. Das liegt daran, dass LMC einen hochwertigeren Boden verbaut. Der ist mit XPS gedämmt, das heißt feuchtigkeitsunempfindlich. Dazu gibt es noch PU statt Holzleisten und LMC gibt auch 12 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit. Und das ist eben das Argument, dass dieser Wagen irgendwie so zwischen 700 und 1000 Euro teurer ist als die Schwestermodelle. Muss man sich halt überlegen, ob es einem den Aufpreis wert ist. Ja, in der Mittelklasse auch das Teil angesiedelt. Wir sehen hier einen Kinderbereich. Eigentlich ganz nett, hier mal reinzugucken. Dann kann man nämlich sehen, dass alle Leitungen hier gebündelt verlegt sind, um möglichst wenig Platz zu verbrauchen. Das ist gut. Sie sind allerdings völlig ungeschützt. Das ist jetzt weniger gut. Licht und Schatten halten sich also hier die Waage, so vom ersten Eindruck her. Wir blicken mal in den Style hinein. Sehen eine ähnliche Low-Budget-Lösung wie bei Weinsberg, indem man nämlich hier solche Fächer unten drunter schraubt, statt komplett offene Ablagen zu haben. Das wäre natürlich etwas aufwendiger. Wir sehen hier kleine Spots, die man rausdrehen und in den Schienen frei einsetzen kann. USB-Ladegerät gibt es da auch. Ja, das ist der Eindruck von einem Style. Ebenfalls in der Mittelklasse ist der Sandero angesiedelt. Hier sind mal einige Designideen umgesetzt worden, die man zum Beispiel hier in den RAV-Rollos sieht. Offene Schränke, sehr cleane Linien, dazu einige runde Elemente. Und als besonderes Highlight hier den Sonnenuntergang im Schlafbereich. Ja, gehen wir mal rüber in den Vivo. Schon eine recht hochwertige Baureihe mit einer großen Buchküche in diesem Fall hier. Wir sehen ein etwas konservativeres, gesetzteres Design. Auch hier wieder die dieses Bett, was recht schmal ist. Durch die Buchküche geht es nicht anders. Genauso muss man sich arrangieren mit einer Sitzgruppe, die eben nicht mehr so dieses Platzangebot hat wie die klassischen Sitzgruppen. Ganz oben bei LMC ist der Musiker angesiedelt. Auch da steht zumindest ein Modell hier auf der Messe. Deswegen werfen wir auch da noch einen Blick hinein. Ich glaube, das ist der hier, genau. LMC, ein Musiker. 520e ab 31.200 Euro. Wir sehen hier eine Sitzgruppe, die, glaube ich, Hobby mal erfunden hat vor einigen Jahren. Wird jetzt von einigen Herstellern kopiert. Natürlich ein tolles Platzangebot, genau das Gegenteil von dem Vivo, den wir gerade gesehen haben. Hinterlüftungen selbstverständlich, sehr bequeme Polster auch. Ja, große Schränke. Auch hier ist die Hinterlüftung, nicht besonders ausgefuchst. Ja, aber wir sehen nette Designelemente wie diese kleinen Leuchten rund um die offenen Ablagen. Eine große
Küche und vorne Einzelbetten. Ja, so sieht der LMC Husiker aus und mit diesem Eindruck aus dem Topmodell von LMC beende ich auch unseren kleinen Orientierungsrundgang über die Reise- und Campingmesse Essen. Ihr habt jetzt die Wohnwagenhersteller gesehen, die hier sind. Jetzt könnt ihr euch selbst überlegen, ob sich ein Besuch lohnt oder ob euch diese kleine digitale Reise über YouTube reicht. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bedanke mich für euer Interesse. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und lasst auch mit der angeklickten Glocke euch neue Videos nicht entgehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare oder Ergänzungen habt, schreibt es gerne unten dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, man sieht sich auf dem Campingplatz.